Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video auf Kerstins Küchentraum. Ich habe am heutigen Sonntag für euch einen russischen Zupfkuchen. Ich hoffe, ich schaffe das Video auch heute noch hochzuladen. Also ich habe es heute gedreht, ich will es jetzt gleich bearbeiten und euch dann hochladen, denn wir kriegen gleich Besuch und bis dahin möchte ich alles fertig haben, damit wir auch ganz in Ruhe unseren leckeren russischen Zupfkuchen genießen können. Denn ich habe mir gedacht, ich mache mal eine Frühlingsedition, denn bei uns ist es super schön sonnig heute und richtig schön frühlingshaft mild. Es ist echt ein Wunder bei den minus 15 Grad, die jetzt die ganze Zeit über waren. Es ist einfach göttliches Wetter und deswegen, gibt es den russischen Zupfkuchen in einer Frühlingsedition mit kleinen Blümchen. Ich wollte eigentlich nur Blümchen drauf machen, aber meine Tochter wollte natürlich unbedingt noch Schmetterlinge dazu haben. Und deswegen haben wir so eine kleine Blumenwiese gezaubert. Das Rezept ist super schnell und einfach zusammengerührt und das landet super schnell im Ofen. Das Wichtige ist nur, ihr solltet ihn auskühlen lassen, damit er euch nicht davonläuft beim Anschneiden. Ich habe das Rezept übrigens jetzt optimiert für eine 18er Springform, also für so eine kleine Kuchenform. Ihr könnt das ganze Rezept auch verdoppeln, dann könnt ihr eine ganz normale, ich glaube, was sind das, 22er Formen oder 24er Formen, könnt ihr dann halt eine ganz normal große, runde Form verwenden. Und ja, ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall viel Spaß dabei und einen wunderschönen Sonntag. Ich sage ciao, bis zum nächsten Mal. Die Zutaten für den Teig sind einmal 100 Gramm Butter, 75 Gramm Zucker, 175 Gramm Mehl. Da rein habe ich schon ein halbes Päckchen Backpulver mit ca. 7 Gramm gemischt und 15 Gramm Backkakao sowie ein Ei. Die Zutaten für die Füllung sind einmal 90 Gramm Butter, 100 Gramm Zucker, darin habe ich ein halbes Päckchen Vanillepuddingpulver, das sind bei mir 18 Gramm, sowie ein Päckchen Vanillezucker. Außerdem benötigen wir 250 Gramm Quark und zwei Eier. So, und dann legen wir auch schon los. Als erstes gebe ich mir nun also meine Butter in die Schüssel und verrühre das Ganze mit dem Zucker. Dazu gebe ich das Ei. So, wenn das alles miteinander vermischt ist, kommt auch schon das Mehl dazu. Mit dem Backpulver und dem Kakao. Das Ganze wird jetzt zu einem krümeligen Teig verrührt und das knete ich dann mit den Händen nochmal ordentlich durch. So sollte euer Teig jetzt aussehen. Den gebe ich mir einfach auf meine Backmatte und verknete das Ganze nochmal schön mit den Händen zu einem geschmeidigen Teig. So, von dem Teig nehme ich mir jetzt einfach so ein kleines Stückchen weg, denn wir wollen natürlich obendrauf auch noch ein paar schöne Verzierungen machen. Normalerweise mache ich obendrauf so eine Art Kuhflecken. Aber ich dachte mir, da heute so schön die Sonne scheint und jetzt endlich doch mal der Frühling kommen sollte, mache ich einfach obendrauf ein paar Blumen, die wir uns dann noch ausstechen. Als erstes gebe ich also den Teig auf den Boden und drücke mir den etwas fest. So, und aus dem restlichen Teig forme ich mir jetzt einfach, das mache ich mir nochmal in zwei, eine lange Rolle, denn die kann ich jetzt hier einfach so schön rumlegen und festdrücken, so macht ihr euch das einfach super easy mit dem Rand. Ich habe meine Form jetzt übrigens vorher gefettet, damit der Teig nicht so schön haften bleibt. Damit der Teig nicht so schön haften bleibt, okay? Also damit der Teig natürlich nicht haften bleibt. Und ich habe eine antihaftbeschichtete Backform und die ist wirklich perfekt. Also die, da klebt so gut wie kein Teig dran, die ist wirklich super. Das Ganze stelle ich jetzt erstmal beiseite, denn ich werde jetzt gleich noch die Figürchen ausstechen, die Blümchen. So, jetzt bemehle ich mir das Ganze ein bisschen, damit mir der Teig hier nicht dran haften bleibt. Und rolle das Ganze einmal aus.
Die Dicke könnt ihr übrigens selbst bestimmen, so wie ihr das mögt. Ich mag es jetzt nicht zu dünn, deswegen lasse ich den Teig ruhig etwas dicker. Und dann können wir auch schon loslegen. Meine Tochter hat sich jetzt noch ein paar Schmetterlinge dazu gewünscht. Deswegen steche ich jetzt hier auch noch ein paar Schmetterlinge aus. Damit der restliche Teig natürlich nicht wegkommt, habe ich mir den jetzt noch rundherum auch noch mal ein bisschen an den Rand gedrückt. So, das Ganze lege ich jetzt beiseite. Denn das brauchen wir natürlich erst, wenn wir unsere Füllung gemacht haben. So, ich habe meine Schüssel jetzt nur grob ausgewischt. Und wir machen jetzt weiter mit der Füllung. Dafür gebe ich einmal die Butter in meine Schüssel. Wenn sie denn will. Aber sie hat zu wollen. Ansonsten helfen wir ein bisschen nach. Dazu dann den Quark. Zucker, Vanille, Zucker und Puddingpulver. Und natürlich die Eier. Und das Ganze wird jetzt einfach zu einer homogenen Masse verarbeitet und dann in unsere vorbereitete Kuchenform gegeben. So, dann geben wir unsere Füllung jetzt einfach mal in unsere vorbereitete Form. So, und dann kommen schon unsere vorbereiteten, ausgestochenen Blumen und Schmetterlinge da drauf. Einfach nach Herzenslust verteilen. So, und so wandert das Ganze jetzt in den Ofen. Den habe ich natürlich schon vorgeheizt auf 170 Grad und das Ganze für circa 60 Minuten. Ich schaue einfach zwischendurch rein. Ich schaue einfach zwischendurch rein, ob er mir nicht zu braun wird, denn dann decke ich das Ganze noch mit Alufolie ab. So, meine Lieben, der Kuchen hat jetzt eine Stunde gebacken. Ich habe ihn die letzten 15 Minuten übrigens noch mit Alufolie abgedeckt, weil ich einfach Angst hatte, dass er mir sonst zu dunkel wird. Und jetzt suche ich mir einfach einen Anfang und gehe mit so einem kleinen Tortenheber bzw. mit so einem kleinen Spachtel drunter und löse ihn mir einfach von meiner Form. Am Rand ging er übrigens auch super ab. Ich werde ihn heute allerdings noch nicht anschneiden, beziehungsweise nicht vor der Kamera anschneiden, denn wir warten immer noch auf unseren Kaffeebesuch und ich möchte den natürlich erst dann anschneiden, wenn alle am Tisch sitzen. Aber da ich das Rezept schon mehrmals ausprobiert habe, kann ich euch auf alle Fälle versichern, dass es ein sehr, sehr leckerer russischer Zupfkuchen ist, den ihr auf jeden Fall mal probieren solltet. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, trotz dem kleinen Lärm im Hintergrund. Und dann wünsche ich euch einen wunderschönen Sonntag und ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Video wieder ein. Macht's gut!